Guten Abend alle. Wir begrüßen alle, die heute hier mit uns in dieser Veranstaltung etwas machen. Ich heiße Rex Osa. Ich bin ein Flüchtling aus Nigeria, ein Flüchtlingsaktivist vom The Voice Refugee Forum. The Voice Refugee Forum ist ein flüchtlingsorganisiertes Netzwerk. Wir sind nicht einfach Helfer, wir sind einfach ein Netzwerk der Flüchtlinge, ermutigen, indem wir schaffen eine Plattform, wo Flüchtlinge sich vorstellen können. Heute ist eine Veranstaltung, die spontan ist und dass viele Leute hier auch teilnehmen, ist auch uns gut gefällt und wir hoffen, dass wir vielleicht vom Beitrag von dem Kapitän, den wir schon kennen, einfach eine solidarische Welt bauen. Ja, weil in Baden-Württemberg glaube ich, dass solche Vorträge ist ganz wichtig, dass die Menschen wissen ganz genau, wie die ganze Politik Europas in der Mittelmeer geht, die Außengrenzen und das Verständnis von meinen Bürgern, der auch praktische Erfahrung auch erzählen können. Und so. Es gibt auch Leute, Flüchtlinge, die auch Betroffene vom Lampedusa-Problem sind. Auch, die haben diese Erfahrung in diese kleine Boot, Fischersboot in der Mittelmeer. Und so. Vielleicht könnte die da nach 5 Minuten auch ein bisschen erzählen, was in der Mittelmeer auch passiert. So, ich lade den Herr Stefan Schmidt zum Podium und danke nochmal für Ihr Teilnehmen. Ja, schönen guten Abend oder wie wir im hohen Norden sagen, Moin. Wer Moin Moin sagt, gilt als geschwätzig. Ja, das ist so, Seeleute und wir im hohen Norden reden nicht so viel, aber weil ich jetzt auf einer sozusagen Vortragsreise bin, muss ich ja wahrscheinlich doch ein bisschen reden. Ich habe immer das ein bisschen Problem, dass ich natürlich schon einen großen Bogen kenne von diesen ganzen Problematiken der Flüchtlinge. Also ich weiß etwas über die Fluchtgründe, ich weiß, wie es dann aussieht, wenn sie über das Mittelmeer kommen oder über die Evros-Grenze zwischen der Türkei und Griechenland und was dann passiert in Europa und ich weiß, was passiert in Deutschland und ich weiß ganz besonders, was passiert in Schleswig-Holstein, weil ich bin seit über zweieinhalb Jahren Beauftragter für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen des Parlaments kann man sagen, wir nennen das ja Landtag bei uns, ehrenamtliche Tätigkeit. Es gibt in jedem Land in der Bundesrepublik einen, kurz sagt man immer Flüchtlingsbeauftragter dazu, aber ich bin, und das finde ich auch gut, der einzige Ehrenamtliche dabei. Ich würde die Fluchtgründe erstmal weglassen. Ich sage auch, dass Sie jederzeit, wenn ich hier irgendwas erzähle, dazwischen fragen können. Es ist eigentlich immer ganz interessant gewesen für die Zuschauer, wenn ich anfange mit der Geschichte, warum ich überhaupt mich für Flüchtlinge interessiert habe oder wie ich überhaupt dazu gekommen bin, jetzt auf einem Schiff loszufahren, was ich in Lübeck als zu einem Hilfsschiff umbauen durfte. Also wir hatten ein Krankenhaus an Bord, dann als wir losgefahren sind, wir hatten über 3000 Tonnen Hilfsgüter, das Komitee Cap Anamur, Hauptstelle in Köln, schickt ja Ärzte eigentlich in sehr, sehr viele Länder. Das sind, also der Untertitel ist auch Deutsche Notärzte e.V. Und die hatten sich im Jahre 2003 entschieden, ein Schiff zu kaufen, damit sie unabhängig von Industrie, von Politik und von Sonstigem einfach dahin fahren können, wo die Not am größten ist. Deswegen hatten wir auch ein Krankenhaus an Deck gebaut, ein Krankenhaus, was aus Containern bestand und so weiter. Es ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte und es gibt mindestens drei Punkte, wo man sagt, das darf nicht wahr sein. Der erzählt Lügen, weil Sie werden es sehen. Warum haben wir überhaupt so viele kleine Filme? Das sind alles, jede Woche ist ein kleiner Film gemacht worden von einem jungen Mann, 19 Jahre alt, der wollte und ist es inzwischen auch, Kameramann werden für Kinofilme.
Und Dominik war bei uns an Bord und hat jede Woche einen kleinen Film gedreht, um über Satellit den ins Internet zu stellen, um den Spendern für das Komitee Cap Anamur einfach zu zeigen, was machen sie mit diesem Schiff. Das war immerhin, das hat 1,8 Millionen gekostet. Und der Umbau, das weiß ich nicht so genau, aber bestimmt noch mal so 300.000. Um denen zu zeigen, dass wir jetzt nicht da irgendwo an den Strand von Miami fahren und es gut, gut gehen lassen. Das wurde uns natürlich hinterher irgendwie auch immer angekreidet. Wieso? Das ist alles so dokumentiert, das war alles Absicht. Ihr seid absichtlich aus Lübeck losgefahren, um Flüchtlinge auf dem Mittelmeer zu retten. Das ist genauso ein Blödsinn, als wenn ich zu Ihnen jetzt sagen würde, gehen Sie mal raus und versuchen mal da draußen einen 1.000-Euro-Schein zu finden. Werden Sie garantiert nicht finden. Und wenn man absichtlich losfährt, um Flüchtlinge oder beziehungsweise untergehende Boote zu finden, das geht auch nicht. Es war alles an den Haaren herbeigezogen. Die Geschichte fängt an in Lübeck. Und zwar haben wir das Schiff gekauft, das hieß Andra vorher. Es wurde umgetauft in Cap Anamur. Sie kennen die Geschichte der ersten Cap Anamur. Das war ein Schiff, inzwischen vor mehr als 35 Jahren im südchinesischen Meer, hat es Vietnamesen aus dem Wasser gefischt, so um 32.000 herum, so viele. Und von denen sind 11.000 nach Deutschland gebracht worden und der Rest ist verteilt worden, viele nach Australien und so weiter. Das war ein Riesenunterschied. Diese Leute wurden von den Kommunisten verfolgt und sie waren weiß. Das ist jetzt ein Unterschied bei den Flüchtlingen, die übers Mittelmeer kommen. Da gibt es dann ganz andere Probleme. Also ich selber war bis zum Jahre 2003 ein total oder fast total unpolitischer Mensch. Ich war 20 Jahre bei der Seefahrt vom Schiffsjungen bis zum Kapitän und bin auch als Honorarkonsul ein paar Jahre unterwegs gewesen für der drittkleinste Land der Erde, das ist Tuvalu in der Südsee. Bevor ich dann Elias Birtel kennenlernte, der war damals Vorsitzender von dem Komitee Cap Anamur. Und er fragte mich einfach um Rat, ob das Komitee in Tuvalu irgendwas machen könnte, also helfen, weil das wird ein Land sein, Dankeschön, es wird ein Land sein, was wahrscheinlich durch die globale Erwärmung als erstes untergeht. Die höchste Erhebung ist da 2,5 Meter. Ich habe da auch mal gelebt, 2 Jahre in der Gegend. Und wer die globale Erwärmung verschuldet, das wissen wir ja auch. Also Tuvalu hat es sogar schon fertiggebracht, Australien deswegen zu verklagen. Nur haben sie kein Gericht gefunden, das es angenommen hat. Also ich fand es ganz interessant, jetzt als Elias mich fragte und ich ihm geholfen habe, dann ein Schiff zu kaufen, so mal zum Ende meiner Berufslaufbahn etwas zu tun, was nicht nur mit Geldverdienen zusammenhängt, denn es war irgendwie ein ganz interessantes Projekt. Wir waren vom Kapitän bis zum Schiffsjungen an Bord für die gleiche Heuer, also für das gleiche Geld. 1.100 Euro brutto. Für den Schiffsjungen ist das gut, für den Kapitän ist es ungefähr das Sechstel von dem, was er normalerweise hat. Aber es war eine ganz besondere, kann man sagen, eine ganz besondere Atmosphäre an Bord deswegen, weil man wusste, die Leute sind nicht alle da, um Geld zu verdienen und rechnen jede Überstunde ab, sondern es war einfach, dass wir wussten, wir wollen überall, wo die Not am größten ist, hinfahren und uns helfen. Und dahinter war aber auch gleichzeitig folgende Idee. Wie kann man verhindern, also jetzt nicht mit Frontex, sondern wie kann man verhindern, dass Leute aus ihren Ländern fliehen müssen? Man kann es so tun, dass man Verhältnisse schafft in den Ländern, die ihnen ermöglichen, da zu bleiben. Das ist eine sehr große Aufgabe, aber man muss mal damit anfangen. Und wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt an den ganzen Stationen, wo das Komitee Cap Anamur schon Krankenhäuser unterstützt, wenn wir da, wo ein Bürgerkrieg ein ganzes Dorf zerstört hat, wenn wir da Baumaterial hinbringen, den Leuten helfen, ihr Dorf wieder aufzubauen, das Krankenhaus, was verwaist ist, wieder mit einem Arzt und 2 Krankenhelfern und einer Hebamme bestücken, dann ist die Chance sehr groß, dass die Leute alle wiederkommen und sagen, okay, wir haben hier jetzt ein Krankenhaus, wir haben ein Dorf, wir haben unsere Felder, warum sollen wir irgendwo hingehen? Schon gar nicht in das kalte, nieselige Deutschland. Das war so die Idee dahinter, warum wir das gemacht haben. Und wir hatten ja auch beim Auslaufen mehr als 3.000 Tonnen Hilfsgüter mit Krankenhausbetten und Baumaterial und was wir alles hatten. Also das wäre eine tolle Idee gewesen, wenn wir das weitergemacht hätten oder wenn wir hätten weitermachen dürfen.
Ich habe mein Haus aufgegeben in Lübeck und habe meine Arbeit aufgegeben. Ich war gleichzeitig auch noch Honorardozent an der Seemannsschule in Travemünde. Und ich wollte eigentlich 5 Jahre mit diesem Schiff fahren. Das war so mein Ziel. Dann haben wir das Schiff in Lübeck umgebaut. Das zeige ich jetzt erstmal so, damit ich nicht die ganze Zeit reden muss. Dieses ist sozusagen in meiner Vortragsreihe die letzte Station und die ist so spontan gekommen. Das fand ich aber toll. Ich war heute Morgen schon in einer Schule hier und habe vor 15 Schülern nicht das Ganze erzählt, aber so ein bisschen auch, dass die sehen natürlich viel lieber das Abenteuer mit Schiff und so. Aber das war toll, wie die zugehört haben. 14-Jährige, die 1,5 Stunden zuhören ohne einen Mucks, das ist nicht oft so. Und Sie haben hinterher ganz viele Fragen gestellt. Ich hoffe, Sie stellen noch mehr Fragen dann. Der rote Herr, das ist ein Kapitänleutnant der Deutschen Marine gewesen, der dort in Frührente gegangen ist, absichtlich, um bei uns mitfahren zu dürfen. Das ist Ben aus Äthiopien. Ich wollte mir das nicht sagen, weil er in Deutsch Matrose war, aber Arabisch nicht. Es war Februar 2004, da war es auch ein bisschen verschneit in Lübeck. Dies ist einer von meinen 2 tuvalesischen Matrosen, der Yusia. Backbord 20, ganz langsam voraus. So, das ist die Brücke da oben. Sind wir ausgelaufen, die Trave runter und erstmal nach Travemünde raus zum Nordostseekanal. Da muss ich zu der Besatzung noch was sagen. Also die Besatzung war so zusammengesucht worden von mir. Also ich hatte das Glück, was einen Kapitän einfach, glaube ich, meistens nicht trifft, dass er ein Schiff umbauen darf von einem normalen Handelsschiff zu einem Hilfsschiff. Und zwar war das das einzige Schiff, was es jemals in der Welt gab und was es jetzt auch nicht mehr gibt, das in den Fahrterlaubnisscheinen genannt werden durfte. Non-Commercial Humanitarian Support Supply and Rescue Vessel. Alle anderen Schiffe heißen immer entweder Frachtschiff oder Passagierschiff. Und wir durften diesen Namen nach langem Kampf mit der Seeberufsgenossenschaft führen. Das gibt es jetzt leider wieder nicht mehr. Wir hatten ganz viele Sprachen an Bord. Ich war Deutscher, der zweite Offizier war Deutscher, dann war der erste Offizier Russe, der Koch Filipino, der erste Ingenieur Spanier, der Motormann Pole. Dann hatten wir eine Mehrzweckfrau sozusagen, das ist eine Schiffsmechanikerin, die hatte gerade in der Schule, wo ich auch Lehrer bin, ihr Examen als Schiffsmechaniker gemacht mit Auszeichnung und hat gesagt, ich will auch mitfahren. So, was hatten wir denn noch? Auch die 2 tuvalesischen Matrosen und Ben aus Äthiopien und ich glaube, ich habe jetzt keinen vergessen. Das war ganz spannend, weil überall, wo man hinkommt, ist es schön, wenn man gleich jemanden hat, der sich verständlich machen kann und mit den Leuten reden kann. Das werden wir auch gleich noch hören, wie Ben dann dieses Schlauchboot anredet, was wir da im Mittelmeer getroffen haben. Wenn ich zu viel erzähle jetzt von der Kap Anamur, dann müssen Sie protestieren, weil das ist immer das Gleiche. Ich erzähle diese Geschichte, dann sagen die einen, du hast zu wenig erzählt und die anderen zu viel. Also da muss ich irgendwie so einen Zwischenweg finden. Denn es geht ja noch weiter. Es geht ja noch, unsere Erfahrung vor Gerichten grundsätzlich und was ich jetzt als Flüchtlingsbeauftragter mache. Das sind ja auch spannende Sachen. Aber gut, machen wir einfach mal so weiter. Rovia, die Hauptstadt von Liberia. Da war der Bürgerkrieg auch gerade erst zu Ende. Da waren noch überall Blauhelmsoldaten. Okay.
Okay. Okay. Das waren 10 so weiße Container, die hatten wir in Rotterdam noch dazu genommen. Da waren Krankenhausbetten drin, die wir uns. Also, das war alles, was wir im Schiffsbau hatten, waren Spenden. Das Schiff, was Sie eben gesehen haben, was so auf der Seite lag, also, das ist nicht die normale Art, wie Schiffe an der Pier anlegen. Das war auch kein Kriegsschaden. Das war einfach, dass ein erster Offizier nicht aufgepasst hat. Der hat von der Backbordseite einen ganz schweren Container mit seinem eigenen Kran hochgehoben und hat ihn ganz weit nach links, nach Steuerbord, über die Pier rübergeschwenkt. Und was passiert da? Kann man sich vorstellen. Das macht so. Und es war noch so tief im Wasser, dass dann durch die Luke das ganze Wasser reingelaufen ist und schon war es zu spät. Also passiert nicht oft, sollte auch nicht passieren, aber das Schiff, diese Bilder hier, die sind von 2004, aber das ist schon passiert 6 Jahre vorher. Also das liegt da und man weiß nicht, wie es da wieder wegkriegen soll. Die Container, die noch im Bauch waren, die hat man natürlich rausgeholt und verteilt. So. Ja, wir sind an der westafrikanischen Küste lang gefahren, haben auch noch in Sierra Leone und dann später in Walfish Bay noch Container ausgeladen. Die waren allerdings nicht für Namibia bestimmt, sondern für Angola. Angola hat auch einen Hafen, aber wenn man da was auslädt, sieht man das nie wieder. Deswegen haben wir das in Namibia ausgeladen und auf Lastwagen. Und dann kamen die Leute aus der Cap-Anamur-Station aus Angola hinten rum über die grüne Grenze und sind mit den Lastwagen dann zu ihrer Station, zu ihrem Krankenhaus gefahren. Als wir dann zurückgefahren sind, hatten wir Probleme mit unserer Hauptmaschine, die wurde immer heiß. Dann haben wir festgestellt, sind wir nochmal angelegt in Las Palmas. Da wurde dann festgestellt, dass in 2 von den großen Kolben Löcher waren. Und dann sind wir weitergefahren zu einer Vertragswerkstatt von MAK im Mittelmeer auf Malta. Malta Dry Docks in La Valletta. Und haben da 3 Wochen gelegen. Und zwar deswegen, weil wir jetzt nicht nur die Hauptmaschine haben überholen lassen, sondern es war so, dass wir inzwischen auch einen Vertrag hatten vom UNHCR, vom Hochkommissar für Flüchtlinge der Vereinten Nationen. Unser Schiff sollte an der westafrikanischen Küste Flüchtlinge aus Bürgerkriegen wieder nach Hause fahren. Wir waren dafür perfekt geeignet, hat uns der Cheflogistiker von UNHCR gesagt. Wir hätten alleine von Liberia nach dem Nachbarland Sierra Leone ungefähr 300.000 Menschen fahren müssen. Das hätte uns 3 Jahre gekostet, weil wir können natürlich nicht so, wir konnten nicht mehr als 300 jedes Mal fahren. Und die Fahrt dauert einmal hin 1,5 Tage, zurück 1,5 Tage und dann wieder Leute an Bord und so. Also es hätte, haben wir mal gerechnet, 3 Jahre gedauert. Und wir sollten anfangen im Oktober 2004 mit dieser Aktion. Das war schon alles vorbereitet, bis dann etwas dazwischen kam. Das ist der nächste Film. Okay.
Man hat eben unsere Krankenschwester gesehen, die erstmal jeden gefragt hat, ob er verletzt ist oder ob er sich krank fühlt oder so. Wir hatten ursprünglich beim Auslaufen aus Lübeck einen Arzt an Bord und das war ganz interessant. Der war aus Stuttgart und hatte extra seine Praxis aufgegeben, um bei uns als Bordarzt mitzufahren. Nur hatte er nicht bedacht und er wusste es nicht, dass er immer seekrank wurde. Und es war so schlimm, dass er aufgeben musste. Also er ist dann wieder an Land gegangen und ist aber in Landstationen von Kap Anamur dann tätig geworden, in Krankenhäusern. Und Birgit Geiger, unsere Krankenschwester, die wusste, dass sie nicht seekrank wird, weil sie schon mal mit Arosa Star als Krankenschwester auf einem Kreuzfahrer gefahren war. Also die kannte das. Ja, wir haben also diese Leute aufgenommen. Der zweite Offizier hat erstmal die erstmal einzeln hochkommen lassen, hat sie dann untersucht, ob sie Waffen dabei haben, weil es gibt ja auch Piraten, auch im Mittelmeer gibt es Piraten, nicht so häufig, aber es gibt sie. Und dann durften sie erstmal unten in der Luke, das konnte man sehen, schlafen, einen Tag lang. Und wir haben sie gefragt, wo wollt ihr eigentlich hin? Denn das nächste Land, das wäre mit diesem kleinen Schlauchboot zu fahren, 3 Tage entfernt gewesen. Und die hatten nur noch 4 Liter Benzin dabei und sie hatten ein halbes Fladenbrot dabei und gar kein Wasser mehr. Und weil ich auch Lehrer für Seeleute bin, müssen die natürlich auch unterrichtet werden, was passiert, wenn sie mal in Seenot geraten und müssen in ein Rettungsboot. Und man weiß, dass Menschen nur 3 Tage ohne Flüssigkeit überleben können. Und wenn sie denn außer See noch Seewasser trinken, dann geht es ganz schnell los. Dann werden sie nach 2 Tagen verrückt. Dann kriegen sie Halluzinationen und wir haben so Berichte darüber, dass Leute, die dann Seewasser getrunken haben, schon nach dem 2. Tag aus dem Bord gesprungen sind, weil sie gesagt haben, ich sehe da eine grüne Wiese. Und dann waren sie weg. Also die hätten mit gar nichts mehr, mit gar keinem Wasser mehr, und ich weiß nicht, wie lange das schon alle gewesen ist, hätten die niemals Lampedusa erreicht. Da wollten sie eigentlich hin. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn ihr nach Lampedusa wollt, bringen wir euch dahin, warum nicht? Wir hatten eigentlich vor, zum Suezkanal zu fahren, um durch den Suezkanal doch die Reste von unseren Hilfsgütern zu bringen nach Aqaba. Die sollten dann auf einen Lastwagen geladen werden und nach Bagdad in ein Kinderkrankenhaus. Das waren hauptsächlich Medikamente. Und wir hatten aber, das war nicht so eilig, also haben wir gesagt, gut, wir bringen euch mal nach Lampedusa. Mit unserem Schiff geht das ein wesentlich schneller als mit eurem Schlauchboot. Das wird sowieso in 2-3 Stunden untergehen, wenn ihr drin bleibt. Und dann konnten wir das aber nicht, weil unser Schiff zu groß war. Das war 92 Meter lang und Lampedusa darf man höchstens einlaufen mit 70 Metern. Außerdem muss der Kapitän Ortskenntnisse haben. Die hatte ich auch nicht, ich war noch nie in Lampedusa. Und deswegen, wir hatten die Erlaubnis von den Italienern, da hinzukommen. Und die wussten auch, dass wir Flüchtlinge an Bord hatten. Also Flüchtlinge haben wir zunächst überhaupt nicht in den Mund genommen, das Wort, weil für uns waren es, das war ein Fakt, sie waren Schiffbrüchige. Und für uns waren Schiffbrüchige, ob das schiffbrüchige Flüchtlinge oder was auch immer sind, das ist dem Kapitän egal. Kapitäne der ganzen Welt müssen jeden, den sie in Seenot treffen, retten. Nicht erst fragen, wo willst du hin und wo kommst du her, sondern sie müssen retten und sie müssen ihn in einen sicheren Hafen bringen. Mehr gar nicht. Wir haben natürlich mehr gemacht, weil wir ja auch eine Hilfsorganisation waren. Wir haben sie auch gefragt, wo kommt ihr her und was habt ihr für Probleme und so. Aber wie gesagt, das einzige Gesetz ist, man muss retten und sie in einen sicheren Hafen bringen. Und Lampedusa ging nicht. Dann haben wir die Ärzte ohne Grenzen in Rom gefragt, wo wir denn hinfahren können. Und die haben uns geraten, nach Agrigento zu fahren. Der Hafen von Agrigento heißt Port Empedocle. Und haben wir gesagt, ja klar. Und die haben uns nämlich versprochen, da hinzukommen und uns zu helfen. Sind dann auch später sind gekommen, haben auch uns geholfen. Ja, dann sind wir dahin gefahren nach Port Empedocle. Heute Morgen sind wir vor dem Hafen von Empedocle in Sizilien angekommen und wollten einlaufen, hatten auch schon den Lotsen bestellt. Der Lotse sagte uns, dass mit den Hafenbehörden alles klar war und dann plötzlich, als wir schon auf dem Weg waren, that our ship is not having the permission to enter in territorial waters of Italy. Is that correct? It's correct.
ich für ein Schiff mit einer europäischen Flagge, was in einen europäischen Hafen einlaufen will, undenkbar. Und wir wissen noch nicht, was dahinter steckt, aber wir haben schon die entsprechenden staatlichen Stellen eingeschaltet. Just in case the authorities would refuse them to come with the same boat. Ja, man wird es nicht glauben. Sie haben eben diese Fregatte gesehen. Das war eine italienische Fregatte. Das war nicht die einzige. Es waren zwei, die immer um uns rumfuhren. Dann waren sechs Boote von der Küstenwache da. Eins hat sogar mit vermummten Gestalten an Bord und mit Maschinenpistolen einen Scheinangriff auf uns gefahren. Italiener auf ein deutsches Schiff mit der deutschen Flagge und einem Krankenhaus an Bord, das Menschen gerettet hat. Also das war das erste Mal, wo wir gedacht haben, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, wir durften also nicht einlaufen. Und dann sind wir 11 Tage an der Küste, nicht, ja, an der Küste kann man nicht direkt sagen, also die nationalen Gewässer von Italien, die gehen bis ungefähr 20 Kilometer, also 12 Meilen außerhalb des Landes. Und dann ist internationales Gewässer. Also da, wo die uns bedroht haben, war, das ist auch völkerrechtswidrig, internationales Gewässer. Da hätten die gar nichts machen dürfen. Aber die haben sich um überhaupt keine Gesetze geschert. Und nach 11 Tagen war es dann so, dass die Schiffbrüchigen natürlich immer nervöser wurden. Die Krankenschwester hat ihnen dann schon Beruhigungsmittel morgens in den Tee getan. Und dann war es so, dass zwei sich auf die Reling stellten und wollten ins Wasser springen. Die haben gesagt, wir halten das nicht mehr aus. Und dann haben sie Gott sei Dank zwei Kombonianer-Mönche, die uns der Erzbischof von Agrigent geschickt hatte, die haben die dann festgehalten und zurückgezogen. Die hatte der Erzbischof geschickt, weil diese Mönche schon mal im Sudan 8 Jahre lang als Missionare gearbeitet hatten. Und die sprachen die Sprache vom Sudan. Und die von uns Geretteten haben ja immer gesagt, wir kommen aus dem Sudan. Das ist uns egal, also wir müssen das auch nicht nachprüfen. Wir haben es auch immer nur so weitergegeben. Die sagen, sie kommen aus dem Sudan. Obwohl direkt aus dem Sudan können die gar nicht gekommen sein, weil die haben uns eine Geschichte erzählt. Sie hätten an dem Strand von Sudan ein Gummiboot gefunden, wären eingestiegen und losgefahren und wären jetzt plötzlich im Mittelmeer. Ja, also da wussten wir natürlich, irgendwas stimmt da auch nicht, aber das war uns auch egal. Dann war natürlich die Situation so, dass wir, oder ich musste, an Bord ist ja nur einer, der entscheidet, was passiert, das ist der Kapitän. Also wenn was gut läuft, kriegt er denn die Lorbeeren auf den Kopf und wenn das schlecht läuft, kriegt er alleine den Ärger. Deswegen muss man dann auch in der Schule vorher gut aufgepasst sein haben. Und ich wusste aus dem Unterricht noch, der war ja schon lange, lange vorher gewesen, ich wusste, dass wenn Menschenleben in Gefahr sind auf einem Schiff, darf der Kapitän in jeden Hafen einlaufen, dann darf ihm das nicht verwehrt werden. Und dann habe ich morgens um 8 den italienischen Behörden ein Ultimatum gestellt und habe gesagt, wir müssen einlaufen, es wird zu brenzlig. Ich weiß nicht, ob die Sicherheit an Bord noch gewährleistet ist, wenn die plötzlich durchdrehen und sagen, wir wollen jetzt an den Strand fahren oder so. Und habe gesagt, wir müssen bis 12 Uhr die Erlaubnis haben einzulaufen. Die kamen natürlich nicht, weil die mit dieser Situation jetzt nicht mehr wussten, was sie machen sollten, die Italiener. Und dann sind wir wirklich zum Hafen gefahren. Da wurden wir dann auch nicht mehr behindert. Sind nochmal vor Anker gegangen, vor dem Hafen, in der einen Nacht dann, wo wir ganz dicht an der Küste lagen. Da hatten wir natürlich Angst, dass da was passiert, dass die denn sehen, die ganzen Lichter der Stadt und so und springen vielleicht ins Wasser, weil die meisten oder fast alle können gar nicht schwimmen. Und das war dann so, dass die ganze Besatzung wach blieb und in der Luke mit ihnen geredet hat und die Kommunianermönche haben mit ihnen gebetet, so über die ganze Nacht, um über die Nacht zu kommen. Und am nächsten Morgen um 10 Uhr und 12 Minuten kam dann über UKW die Nachricht, ihr dürft einlaufen, der Lotse ist schon unterwegs.
ist einer der schönsten Augenblicke meines Lebens, aber nicht nur für mich persönlich, auch für alle, die hier unten mitgeholfen haben, dass es nun endlich eine vernünftige Lösung gibt für diesen entsetzlichen und auch grotesken Fall einer Seeblockade gegen 37 afrikanische Schiffbrüchige. Das ist jetzt alles zu Ende. Die Zeit, an der herumgefummelt wurde, wo man Tricks erfunden hat, um uns irgendwie daran zu hindern, man wird sie menschenwürdig behandeln müssen. Und das ist eine große Freude. Und wir hoffen, möglichst viele Menschen hier freuen sich mit uns in ganz Europa. Also da standen ja nur so 20 Unterstützer. Wir haben hinterher erfahren, dass die Behörden das Hafentor ganz schnell zugemacht haben. Vor dem Hafentor standen noch ungefähr 1000 Unterstützer. Also für uns. Das war ein Bus vom UNHCR, der angeblich die Leute in ein Lager bringen sollte, wo sie Asyl beantragen dürfen. Der hat die aber gleich in ein Abschiebelager gebracht. Dahinter steckt Folgendes. Es gibt einen Direktor des Flüchtlingsrates in Italien, der ist sogar Deutscher. Der hatte uns vorher über Radio oder über Telefon Bescheid gesagt. Also ich habe mit dem Innenministerium verhandelt. Und die haben gesagt, das Schiff darf einlaufen, es geschieht dem Schiff nichts, es geschieht der Besatzung nichts und die Leute werden fair behandelt und dürfen Asyl beantragen. Gleichzeitig haben 37 italienische Städte gesagt, wir nehmen jeder ein, damit das Problem mal zu Ende ist hier. Und Venedig hat sogar gesagt, wir nehmen alle. Das wurde alles abgelehnt von den Italienern. Die wollten das nicht. Ja, wir sind also eingelaufen, dann wurden höflich gebeten, mit an Land zu kommen. Das war der Polizeichef selber. Wir sind dann mitgefahren, also Elias Bierdel, ich und der erste Offizier, und sind im Polizeihauptquartier dann einzeln verhört worden und auch einzeln verhaftet worden, weil wir irgendein dickes Buch, was auf dem Tisch lag, nicht kannten. Also der Polizeichef hat gesagt, kennt ihr das Buch da? Wir haben natürlich gesagt, nee, wir können ja nicht alle Bücher kennen. Und das war das italienische Gesetzbuch. Und wenn ihr das nicht kennt, dann seid ihr verhaftet. Ja, und dann wurde es wieder italienisch, andersrum. Die Polizisten, die uns ins Gefängnis fahren sollten, mit so einem Kleinbus, also wir drei und sechs Polizisten dabei, wir waren ja so gefährlich, die haben an der nächsten Eisdiele angehalten, haben uns ein Eis ausgegeben und sich für das, was sie machen müssen, entschuldigt. Ja, also wie wir da behandelt wurden, das war schon recht seltsam. Man wusste gar nicht, was ist jetzt hier eigentlich los? Müssen wir wirklich ins Gefängnis? Elias hatte teilweise sogar Angst, dass sie uns der Mafia übergeben. Ja, da muss man mit rechnen auf Sizilien. Ne? Es wurde dann hinterher bei dem Prozess auch immer gesagt, geht nachts nicht raus, es könnte gefährlich sein. So. Ja, aber dann sind wir ins Gefängnis gekommen. Das war Gott sei Dank ein relativ neues Gefängnis. Wir saßen eine Woche da drin, es war aber überfüllt. Ich war der Einzige, der in der Einzelzelle nur zu zweit war, alle anderen zu dritt. Und wir durften in der ganzen Zeit keinen Anwalt sehen. Aber die Oppositionspolitiker da sind ja auch nicht doof. Die haben etwas ausgenutzt, was man darf. Und zwar dürfen alle Abgeordneten in Italien jeden Tag, wenn sie wollen, ins Gefängnis gehen und sagen, ich will mal die Küche inspizieren oder irgendwas. Und die haben den Gefängnisinspektor so genervt, die sind jeden Tag gekommen und sind dann zufällig immer an unserer Zelle vorbeigekommen. So, und haben dann auch mit uns gesprochen. Dann kamen sogar Europaabgeordnete dann nach 3 Tagen. Und das war natürlich ein schönes Gefühl, weil dann wussten wir, das alles ist jetzt nicht heimlich passiert, sondern die Welt draußen, die weiß Bescheid. Denn da drin sitzt man in so einer Zelle mit dicken Gitterstäben und weiß gar nichts. Ne? Das ging vom Montag, wo wir ins Gefängnis kamen, bis Ende der Woche Freitag war dann der sogenannte Haftprüfungstermin. Und da hat der Richter dann entschieden, dass wir zwar aus dem Gefängnis dürfen, wir drei, aber sofort Italien verlassen müssen, damit wir nicht nochmal Menschen retten. Und dann durften wir auch mit der ganzen die Mannschaft war inzwischen auch vom Schiff runtergeholt worden, war im Hotel. Das Schiff wurde, wie man so sagt, an die Kette gelegt, das heißt, an Land würde das heißen, wurde ein Kuckuck draufgeklebt. Und
Die Mannschaft, die ja, oder die Geretteten, die ja inzwischen in einem Lager gelandet waren, die wurden, während wir im Gefängnis waren, bis auf zwei alle nach Ghana abgeschoben, ohne gefragt zu haben, wo sie überhaupt herkommen oder ob sie Asyl haben wollen oder irgendwas, gar nichts. Das wurde alles nicht gemacht. Warum nach Ghana? Weil die italienische Regierung mit Ghana so ein angebliches Rücknahmeabkommen hat, wo dann sicherlich der zuständige Minister für jeden, den er zurücknimmt, egal wo der herkommt, eine bestimmte Summe kriegt. Deswegen erlauben die das dann. Einer ist immer noch da, der arbeitet auf Sizilien. Wir wissen nicht, warum. Es wurde offiziell gesagt, weil er der einzige Ehrliche war, aber das ist natürlich Quatsch. Wir wissen es nicht. Und einer, der wollte nicht ins Flugzeug einsteigen, der wurde dann von den Polizisten so schwer misshandelt, dass er erst mal 3 Wochen ins Krankenhaus kam und ist dann aber auch abgeschoben worden. Ja, wir waren dann in Deutschland. In Italien war es so, dass wir die Top-Journalisten aus den größten italienischen Zeitungen, also die kennen Sie, der La Repubblica und Corriere della Sera und so weiter, die waren bei uns an Bord, die Investigativen, und haben sich da irgendwo in die Ecke gesetzt. Ich habe mit ihnen gemeinsam immer am Abend über Computer und Satellit ihre Meldungen abgesetzt an die Redaktion. Und dann standen wir ganz oft mit dem Schiff bei denen auf der ersten Seite. Aber nicht negativ, also muss man schon sagen. Obwohl manche Zeitungen sogar teilweise Berlusconi gehörten. Aber das haben sie trotzdem hingekriegt. Also da war es so, dass wir, als wir im Gefängnis saßen, auch Hunderte auf die Straße gegangen sind. Kirchen, Gewerkschaften, alle möglichen Leute, da haben sie Riesenplakate hingehängt, lasst sie frei, Wladimir, Elias und Stefan, hat aber alles nichts geholfen. Der Papst selber, das war noch der Herr Wojtylek damals, der hat in der Bischofskonferenz gesagt, die italienische Regierung lügt, wenn sie die Leute einsperrt, aber das war alles egal. Gut, dann waren wir in Deutschland und dann waren wir das dritte Mal sehr erstaunt, weil in Deutschland die Medien inzwischen total negativ über uns berichtet haben. Wir wissen nicht warum, aber das wurde plötzlich so, es wurde teilweise sogar so gesagt, unterschwellig, wir hätten diese Leute gar nicht gerettet, sondern wir hätten sie aus Afrika mitgebracht, um damit den Verein Cap Anamur berühmt zu machen. So. Ist natürlich Quatsch. Wir hatten ja, also wir waren 3 Wochen in Malta, da hätte man schon gesehen, ob wir da 37 Schwarzafrikaner an Bord haben oder nicht. Und es gibt Bilder, die Aufnahmen da und alles, aber das war egal. Also der Prozess, der dann gemacht wurde und der 5 Jahre dauerte, das war ein rein politischer Prozess. In den Akten des Staatsanwalts, die waren mindestens einen Meter hoch, war kein einziger Paragraph, gegen den wir verstoßen haben. Aber es war das Protokoll vom ersten Tag, wo der Polizeichef selber ein Protokoll aufgenommen hat mit uns dreien, wir uns geweigert haben, das zu unterschreiben, weil da gar nicht das drin stand, was wir gesagt haben. Das war plötzlich mit Unterschrift. Also der hat gleich vom ersten Tag an einfach unsere Unterschrift da reingefälscht. Ja, es war spannend. Dann sollten wir wirklich 5 Jahre vor Gericht stehen, 2 Jahre mit Vorermittlungen und 3 Jahre vor Gericht. Jeden Monat ein Tag Gericht, ein Tag. Jeden Monat. Also sind wir jeden Monat einmal mit 5 Anwälten dahin geflogen. Jeder musste einen extra Anwalt haben. Und das hat den Verein Cap Anamur so zwischen 800.000 und 1 Million Euro gekostet. Nur Flüge und Anwälte. Das Dumme ist, wenn man in Italien freigesprochen wird, kriegt man überhaupt nichts wieder. Gar nichts. Also das war dann ein eigenes Vergnügen. Das kommt ja noch dazu, dass wir manchmal, also ich glaube 3 oder 4 Mal sind wir alle hingeflogen und im Gericht sagte dann die Richterin, es waren 3 Richter, aber die hauptsächliche Richterin, die mit den goldenen Trotteln an der Seite, die Jüngeren, die haben so silberne Trottel, das waren keine Trottel, ich meine jetzt hier so eine Dinger, die da hängen. Ne? Die Richterin hatte manchmal Kopfschmerzen und hat dann gesagt, kommt mal nächsten Monat wieder. Ja, das war alles irgendwie abgekartet. Aber gut war ja, dass dann im Jahre 2009 irgendwie in Deutschland die Stimmung sich auch änderte, dass wir dann auch merkten, also die Süddeutsche Zeitung hat dann eigentlich sehr fair berichtet, die Zeit hat fair berichtet, die Leute von Panorama, die 2-mal einen ziemlich langen Film gebracht haben, wurden vom Oberlandesgericht in 19 Punkten der Lüge überführt und verurteilt.
Also da lief es alles so, dass wir dachten, ach, jetzt ist doch endlich mal die Wahrheit irgendwie dran. Weil wir wussten ja, was hatten wir gemacht? Wir hatten nur Leute gerettet und wollten die irgendwo hinbringen. Mehr ja gar nicht. Ne? Ja, und dann war es interessant, wie denn der Staatsanwalt zum Schluss, wir haben vier Staatsanwälte verschlissen, weil die immer zu freundlich waren und der Oberstaatsanwalt sie dann ausgetauscht hat. Der letzte, den konnte er nicht mehr austauschen, der hat dann eine halbe Stunde uns gelobt und hat dann aber gesagt, ich muss jetzt leider ein Strafmaß festlegen, ich schaffe das nicht, und hat seine Akte seiner Assistentin in die Hand gedrückt und hat ihr das überlassen und ist wirklich ehrlich mit Tränen in den Augen auf den Gang rausgelaufen, der Staatsanwalt. Und die Assistentin hat dann vorgelesen, Elias Birl und Stefan Schmidt, je 4 Jahre Gefängnis und 400.000 Euro Strafe. Das war die Forderung der Staatsanwaltschaft zum Schluss dieses Prozesses. Wobei sich herausgestellt hat, das kann ich auch noch mal eben sagen, es waren ursprünglich 82 Zeugen des Staatsanwalts, die in der Liste waren, 82. Und die haben, bis 50 sind sie gekommen und da hat die Richterin genug, weil keiner von den Zeugen hat überhaupt die Version des Staatsanwaltes unterstützt, sondern immer unsere. Da hat die Richterin auch gesagt, also nun hören wir mal auf, das bringt ja nichts, weil wenn die Zeugen des Staatsanwalts nur die Version der Angeklagten vertreten, dann können wir auch aufhören damit. Ja, und dann war es auch das erste Mal wieder am 7. Oktober 2009, dass dann hinter uns also wirklich 10 Fernsehstationen und Radio und alles war dann da, um jetzt zu hören, ob wir wirklich ins Gefängnis müssen, weil an dem Tag morgens wussten wir wirklich noch nicht, ob wir dann 4 Jahre da bleiben oder ob wir wieder nach Hause fahren dürfen. Und dann kam die Richterin mit ihren Kollegen raus und hat einen kleinen Zettel und hat vorgelesen irgendetwas und ist wieder weggegangen. Unsere Dolmetscherin hat vor Aufregung vergessen, das zu übersetzen und dann hörten wir aber hinter uns, die ganzen Journalisten fingen an zu jubeln und dann dachten wir, oh, das muss wohl was Positives sein. Und dann hat sie auch den Zettel nachher gekriegt und übersetzt, da stand einfach nur drauf, was die drei getan haben, war keine Straftat, nach 5 Jahren Prozess. Ja, spannende Sache. Was ich noch zeigen wollte, ist, das zeige ich immer gerne mal, das ist der einzige deutsche Journalist, der wirklich da, während wir da draußen hin und her gefahren sind, an Bord gekommen war, das war der Karl Hoffmann, der wohnt auch auf Palermo und berichtet immer für den Deutschlandfunk, den kennt mancher vielleicht. Der ist mit einem Kameramann an Bord gekommen und hat jetzt nicht 37 Leute so gezeigt, sondern sich einen rausgenommen und einfach mal so den so ein bisschen mehr interviewt. Heute Nachmittag vor dem Hafen von Porto Empedocle. Die Cap Anamur mit ihrer menschlichen Fracht wird gewaltsam am Einlaufen gehindert. Polizeiboote, Küstenwacht und Grenzschützer sind aufgezogen. Eine Szene wie in einem schlechten Krimi. Noch 24 Stunden zuvor sah es ganz anders aus auf der Cap Anamur. Dass dieses Schiff einmal seine Rettungsinsel werden sollte, hätte sich Silvester niemals träumen lassen. Er war auf der Flucht, wollte in einem überladenen Schlauchboot nach Sizilien, nach Europa und wäre dabei fast ertrunken. Ich saß dort vorne als Erster auf der linken Seite. Genau kann ich mich nicht mehr erinnern, aber wir waren 4 oder 5 Tage unterwegs. Seinen Rettern dankt Silvester, seit er mit viel Engagement. Er betreut die Küche. Auf die Welt kam er in Sierra Leone. Mit 5 war er halbwaise. Sein Vater, seine jüngere Schwester sind nun auch schon seit Jahren spurlos verschwunden. Er ist ein wenig stolz, wenn er seinen Namen auf dem Plastikschild liest. Küchenchef Vera Sylvester C. steht da. Einen Stock tiefer im Zwischendeck wohnen, schlafen, beten und essen Silvester und die übrigen 36 Schiffbrüchigen. Damit die gereizte Stimmung nicht umschlägt, müssen die Portionen schnell verteilt werden. Niemand darf zu kurz kommen. Silvester ist kleiner als die meisten anderen, zurückhaltend, ja fast schüchtern. Er nimmt seine Portion Huhn mit Reis und stillt bedächtig seinen Hunger. Nach dem Essen schlafen viele seiner Gefährten.
Silvester nützt die Zeit lieber zum Lesen. Meist blättert er in der Bibel. Oh, at times I feel so sorrow. Manchmal bin ich unendlich traurig und nur der Gedanke an Gott gibt mir Mut. Und dann lese ich in der Bibel. Da gibt es so viele Geschichten, die mir Kraft geben und die Angst vor der Zukunft nehmen. I should not worry. Where I come from. Da, wo ich herkomme, kann ich nicht mehr zurück. Ich würde das nicht überleben. Wissen Sie, es ist so schwer für mich. Alle schlimmen Erinnerungen an seine Flucht überkommen den erst 21-jährigen jungen Mann. Er kann nicht mehr reden und nur mit Mühe die Tränen zurückhalten. Schwester Birgits Krankenstube ist zum Glück meistens leer. Die jungen Männer sind körperlich fit. Trotzdem macht Birgit ständig die Runde auf der Kap Anamur. Mit jedem neuen Tag auf hoher See wächst das psychische Leiden der Flüchtlinge. Depression und Passagiere geworden. Einige drohen, sich ins Meer zu stürzen. Schwester Birgit behandelte heute Morgen ihre kollabierenden Schützlinge mit Infusionen und Beruhigungsmitteln. Unter Deck brechen die starken Männer reihenweise in Tränen aus. Auf der Brücke macht Kap Anamur-Chef Birdl verzweifelt letzte Versuche, eine friedliche Lösung des Dramas zu finden. Dann nimmt die italienische Küstenwacht die Verfolgung des Schiffes auf. Denn Kapitän Stefan Schmidt hat den Notstand erklärt und steuert trotz Verbotes in den Hafen von Porto Empedocle auf Sizilien. Ich glaube, dass Gott mir hilft und dass Europa besser ist als alles, was ich bisher erlebt habe. Ja, musste sein. Also wo können wir denn da hin, wenn irgendjemand uns erzählen soll, was menschlich ist und was nicht? Ne? Das ist so die Geschichte der Kap Anamur. Die weitergehende Geschichte ist dann nach dem Prozess, wie gesagt, Freispruch. Dann ist Elias Birdl hat lange Zeit gar keinen Job gekriegt, weil er ist Journalist und die haben immer alle gesagt, nun warten wir mal, bis der Prozess zu Ende ist und so. Der war also, ich glaube, 3 Jahre Hartz IV. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in der Seemannsschule weiterarbeiten durfte, zwischendurch also ein bisschen Geld verdienen. Und als der Prozess zu Ende war, irgendwo war das dann nachher auch natürlich eine Erleichterung. Und im Jahre 2011 wurde ich dann von dem Landtag in Kiel in Schleswig-Holstein gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Flüchtlingsbeauftragter zu sein, also Beauftragter für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen. Ich wusste erst gar nicht, was das für ein Job ist und ob das ein Feigenblatt ist, damit die Politiker sagen, wir tun ja was. Ich habe es aber gemacht und ich muss sagen, es ist kein Feigenblatt. Bei uns, zumindest in Schleswig-Holstein, hat meine Dienststelle Einfluss auf die Politik, Gott sei Dank. Und wir können jederzeit mit jedem Minister sprechen und wir werden bei allem, was irgendwie mit Flüchtlingen zu tun hat, und sei es Schulgesetze, wo geändert werden soll, dass jugendliche Flüchtlinge auch viel länger in die Schule gehen dürfen, da werden wir auch immer dazu gefragt. Also deswegen habe ich auch ein ganz gutes Gewissen, zumal ich das ja alles ehrenamtlich mache. Vieles muss geändert werden. Zunächst einmal, das sind jetzt nur Stichworte, die ich mal so in den Raum werfe. Nach dem 3. und 11. Oktober letzten Jahres, wo 2 Boote untergegangen sind und es gab mehr als 500 Tote. Da wurde dann von den Politikern erstmal so ganz große Betroffenheit gezeigt und dann wurde gesagt, wir müssen was gegen die Schlepper tun. Toll. Wäre das Problem gelöst, wenn man was gegen die Schlepper tut? Im Grunde genommen wäre das Problem dann noch viel größer, weil dann wird den Flüchtlingen ja gar nicht mehr geholfen. Unser Hauptanwalt in Deutschland, das ist der Axel Nagler aus Essen, das ist ein Staranwalt, der hat eine 5 Seiten lange Abhandlung geschrieben in einem juristischen Pamphlet, wo er... Passagiere geworden. Einige drohen, sich ins Meer zu stürzen. Schwester Birgit behandelte heute Morgen ihre kollabierenden Schützlinge mit Infusionen und Beruhigungsmitteln. Unter Deck brechen die starken Männer reihenweise in Tränen aus. Auf der Brücke macht Kap Anamur-Chef Birdl verzweifelt letzte Versuche, eine friedliche Lösung des Dramas zu finden. We sit and cry, what can we do? The pressure is too high.
Dann nimmt die italienische Küstenwacht die Verfolgung des Schiffes auf. Denn Kapitän Stefan Schmidt hat den Notstand erklärt und steuert trotz Verbotes in den Hafen von Porto Empedocle auf Sizilien. Ich glaube, dass Gott mir hilft und dass Europa besser ist als alles, was ich bisher erlebt habe. Ja, musste sein. Also wo können wir denn hin, wenn irgendjemand uns erzählen soll, was menschlich ist und was nicht? Ne? Das ist so die Geschichte der Kap Anamur. Die weitergehende Geschichte ist dann nach dem Prozess, wie gesagt, Freispruch. Dann ist Elias Biedl hat lange Zeit gar keinen Job gekriegt, weil er ist Journalist. Und die haben immer alle gesagt, nun warten wir mal, bis der Prozess zu Ende ist und so. Der war also, ich glaube, 3 Jahre Hartz IV. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in der Seemannsschule weiterarbeiten durfte, zwischendurch also ein bisschen Geld verdienen. Und als der Prozess zu Ende war, irgendwo war das dann nachher auch natürlich eine Erleichterung. Und im Jahre 2011 wurde ich dann von dem Landtag in Kiel in Schleswig-Holstein gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Flüchtlingsbeauftragter zu sein, also Beauftragter für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen. Ich wusste erst gar nicht, was das für ein Job ist und ob das ein Feigenblatt ist, damit die Politiker sagen, wir tun ja was. Ich habe es aber gemacht und ich muss sagen, es ist kein Feigenblatt. Bei uns, zumindest in Schleswig-Holstein, hat meine Dienststelle Einfluss auf die Politik, Gott sei Dank. Und wir können jederzeit mit jedem Minister sprechen und wir werden bei allem, was irgendwie mit Flüchtlingen zu tun hat, und sei es Schulgesetze, wo geändert werden soll, dass jugendliche Flüchtlinge auch viel länger in die Schule gehen dürfen, da werden wir auch immer dazu gefragt. Also deswegen habe ich auch ein ganz gutes Gewissen, zumal ich das ja alles ehrenamtlich mache. Vieles muss geändert werden. Zunächst einmal, das sind jetzt nur Stichworte, die ich mal so in den Raum werfe. Nach dem 3. und 11. Oktober letzten Jahres, wo 2 Boote untergegangen sind und es gab mehr als 500 Tote. Da wurde dann von den Politikern erstmal so ganz große Betroffenheit gezeigt und dann wurde gesagt, wir müssen was gegen die Schlepper tun. Toll. Wäre das Problem gelöst, wenn man was gegen die Schlepper tut? Im Grunde genommen wäre das Problem dann noch viel größer, weil dann wird den Flüchtlingen ja gar nicht mehr geholfen. Unser Hauptanwalt in Deutschland, das ist der Axel Nagler aus Essen, das ist ein Staranwalt, der hat eine 5 Seiten lange Abhandlung geschrieben in einem juristischen Pamphlet, wo er, das macht jeder da. Also Schlepper verteufeln ist einfach nur Blödsinn. Das bringt überhaupt nichts. Wir müssen da, wo die Leute weggehen müssen, die Verhältnisse ändern. Schlecht ist es natürlich mit Syrien. In Syrien ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, etwas zu tun, dass wir viel mehr Leute aufnehmen. Die evangelische Synode hat letztes Jahr gesagt, warum nehmen wir 5.000, warum nehmen wir nicht 50.000? Und selbst 50.000 ist noch wenig, aber das ist zu schaffen, das ist überhaupt nichts. Da hätten wir in Lübeck 1,5 gekriegt. Das haben wir mal ausgerechnet. Ne? Das ist zu ändern. Zu ändern ist natürlich auch Dublin II und Dublin III muss ganz dringend abgeschafft werden. Wie verrückt ist das, dass einer, der eine Tante in Hamburg hat und kommt in Italien an mit dem Boot, muss in Italien bleiben, muss auf der Straße, wenn er Glück hat, Sonnenbrillen verkaufen und sonst hilft ihm keiner. Obwohl, wenn er nach Hamburg dürfte, dann würde er bei dieser Tante wohnen können. Die würde ihm helfen, er würde Deutsch lernen, er würde unser Sozialsystem mit unterstützen. Wir wissen ja alle, wir brauchen Zuwanderer, natürlich. Und wir brauchen jede Menge. Also ich war ganz erstaunt, als ich selber irgendwie gedacht habe, naja, so 50.000 im Jahr. Und es gibt wissenschaftliche Institute, die ausgerechnet haben, 500.000. Ja, gibt es. Also das muss mal abgeschafft werden. Was gleichzeitig eine ganz fürchterliche Sache ist, ist diese Kettenduldung. Kettenduldung ist ja ein probates Mittel, um alle Leute in die Depression zu treiben. Das muss weg und das ist auch eine Initiative von unter anderem unserem Innenminister in Schleswig-Holstein, der vom Bundesrat also gesagt hat, wenn die eine bestimmte Anzahl von Jahren hier sind, ich glaube, da ist zwischen 4 und 6 Jahren ist im Gespräch, und die sind insofern integriert, als sie Deutsch gelernt haben und arbeiten oder auch wenigstens Arbeit suchen, selbst wenn sie keine kriegen. Das ist ja nicht so leicht, weil zu Anfang dürfen sie gar nicht arbeiten, inzwischen 9 Monate lang. Und wenn sie dann arbeiten dürfen, dann nur nachgeordnet, also wenn kein Deutscher und kein Europäer das will. Und hinterher wirft man ihnen das vor, dass sie nicht gearbeitet haben.
Also dieses muss alles geändert werden. Und es gibt noch viel mehr, was man da zu ändern hat. Gott sei Dank haben wir ja schon in einigen Ländern auch diese Residenzpflicht abgeschafft. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Also es war, MacPom hat es als erstes abgeschafft. Dann waren wir in Schleswig-Holstein dran vor 2 Jahren. Und jetzt, Anfang des Jahres, hat sogar Hamburg das gemacht. Was uns eigentlich sehr erstaunt hat, aber es ist so. Und die dürfen jetzt auch von Mecklenburg, also Hamburg liegt ja praktisch in Schleswig-Holstein. Und da dürfen sie jetzt auch hin und her. Und es gibt noch etliches, was man auch ändern muss. Man muss zum Beispiel Frontex umbenennen und die müssen sich andere Schiffe anschaffen und die müssen losfahren, um Leute zu retten und nicht ihnen die Boote aufzuschlitzen und in den Tod zu schicken. Also es gibt so unheimlich viele Sachen. Dieses mit dem Aufschlitzen, das wissen wir definitiv, das ist passiert zwischen der Türkei und Griechenland. Da fahren die raus, nachts, schlitzen ein Boot auf, fahren wieder weg. Und wir haben Bilder von diesen kleinen Booten und das ganz Schreckliche dabei ist, oder noch ein kleines i-Tüpfelchen zu dem Schrecklichen, das sind in Deutschland hergestellte Kinderschlauchboote, steht da drauf, nur mit in Zusammenhang mit Erwachsenen zu benutzen. Und da sind dann irgendwie 6, 7, 8 oder 10 Erwachsene drin gewesen und wo die geblieben sind, weiß man nicht. Diese aufgeschlitzten Schlauchboote hat man dann am Strand gefunden und Elias Bierdel, der ist schon mal längere Jahre in Griechenland gewesen, der spricht perfekt Griechisch. Der spricht so gut Griechisch, dass die immer denken, er ist ein Grieche und ihm erzählen ihm Sachen, die sie einem Deutschen nicht erzählen würden. Ja, das ist die Sache mit dem Aufschlitzen. Frontex, wissen wir alle, was Frontex ist. Das ist die Agentur, die inzwischen von der Europäischen Union gemeinschaftlich wird Geld gesammelt für die armen Frontex-Leute. Die kriegen inzwischen ungefähr 100 Millionen jedes Jahr. Hauptstelle ist in Warschau. Und sagen immer, wenn man mit ihnen spricht, ich habe schon mit einigen von denen gesprochen, also mit den Chefs, sie würden ja nur den Schutz der europäischen Außengrenze koordinieren. Ja, was unter koordinieren zu verstehen ist, sagen sie einem aber nicht. Und da passieren so, und dann als Griechenland, weil Griechenland ist ja, okay, da schieben wir ja nicht mal mehr hinab, weil selbst Deutschland gesagt hat, das geht nicht. Und wir die Zustände da kennen. Und Griechenland dann mal um Hilfe gerufen hat, es gehört immerhin zur EU. Was haben sie da geschickt? Die haben nicht Sanitäter geschickt oder Krankenwagen oder Sozialhelfer oder ganz viel Geld oder was zu essen, sondern sie haben Frontex dahin geschickt und die haben einen hohen Zaun und einen tiefen Graben gebaut zwischen Griechenland und der Türkei. Das war ihre Hilfe. Ja, solche Sachen sind immer wieder anzuklagen, wobei ich jetzt gleich auch einfach mal um viele Fragen bitte, aber zum Schluss möchte ich noch mal Folgendes sagen, und das ist positiv. Seit diese Geschichte mit Lampedusa geschehen ist, mit den mehr als 500 Toten und die Einzelheiten da, die sind noch viel schrecklicher. Da haben sich 4 Stunden lang Malta und Rom gestritten, wer denn nun endgültig retten soll. Und in der Zwischenzeit ist das Boot untergegangen. Aber das Positive dabei ist, und das sieht man heute hier auch, dass wenn wir jetzt Veranstaltungen machen, und meine Dienststelle macht in Kiel jeden Monat mindestens eine Veranstaltung, die was mit Flüchtlingen zu tun hat. Also über Schulsituationen, über Zwangsprostitution, über Unterbringungssituation und so weiter und so weiter. Da sind vor 2 Jahren sind da noch immer so 20 kleine Leutchen gesessen vom Flüchtlingsrat, die sowieso Bescheid wussten. Und wir mussten jetzt vor einem Monat das erste Mal nach 150 Leuten die Tore schließen, weil die Polizei nicht mehr erlaubt hat. Für den Raum waren nur 150 zugelassen. 50 mussten wieder nach Hause gehen. Das fanden wir endlich mal ein richtig positives Zeichen. Denn diese grausamen Sachen, die müssen bei der Öffentlichkeit anlangen. Und nicht nur, dass man einmal sagt, oh Gott, die Armen da, die ertrinken ja, und hinterher geht man wieder nach Hause und vergisst es. Also da müssen wir schon mehr tun. Du wolltest noch jemanden fragen, der hier noch was sagt von seiner Flucht übers Mittelmeer? Im Abschiebegefängnis auch einen Asylantrag stellen. Das ist das Einzige, was besser geworden ist. Das konnte man vorher nicht. Aber Leute jetzt bei sich aufnehmen, okay, das ist natürlich klar. Als ich anfing, als Flüchtlingsbeauftragter in Kiel, da kriegte ich natürlich auch immer schöne Mails. Ja, fang du mal erstmal bei dir selber an und wie viele Flüchtlinge wohnen denn bei dir und so. Ne? Also diese ganzen bescheuerten Sachen, die man gar nicht erst lesen muss.
es war, muss man nicht unbedingt vielleicht Leute bei sich selber aufnehmen, das geht ja auch nicht immer, aber ich weiß zum Beispiel in Rheinfeld, das ist ein kleiner Ort zwischen Hamburg und Lübeck, da gab es so eine Versammlung wie diese und spontan haben zum Schluss 20 Leute gesagt, wir bilden einen runden Tisch und wir wollen einfach Flüchtlinge kennenlernen und wir wollen, wie kennt man sie, indem man mit ihnen zusammen, weiß ich nicht, einmal ein Grillfest macht, einfach mal welche zum Kaffeetrinken einlädt. Eine Lehrerin, eine ehemalige, hat gesagt, ich kann zweimal in der Woche eine Stunde Deutschunterricht geben. Also so kleine Sachen einfach. Oder Paten, die, also wir nennen die Paten, die einfach mit denen mal zu einer Behörde gehen und mit dabei sind. Denn wenn ein Deutscher dabei ist, sind die Behörden manchmal auch etwas vorsichtiger mit ihrer Umgangssprache. Also da gibt es viel zu tun. Und das muss nicht immer sein, dass man jemanden bei sich aufnimmt, sondern in Rheinfeld war das zum Beispiel, dass einer gesagt hat, er hätte eine Ferienwohnung, die braucht er nicht, da kann eine Familie wohnen und so. Also sowas gibt es. Und was ich auch gerne möchte, ist einfach so, weil viele Flüchtlinge mir gesagt haben, sie kriegen hier ja auch Grundnahrungsmittel, sie können vielleicht warm wohnen, wenn auch nicht immer gerade komfortabel. Aber was sie am meisten stört, das ist gar nicht das, sondern das am meisten stört sie etwas, was wir uns vielleicht gar nicht so vorstellen können. Dass sie niemanden kennenlernen, niemand guckt sie freundlich an, sie fühlen sich total ausgegrenzt. Und das können wir ja mit Kleinigkeiten ändern. Das ist doch überhaupt nicht schwer. Jetzt als kleines Beispiel, ich bin immer ganz froh, dass ich aus Schleswig-Holstein und nicht aus Bayern komme. Wir haben im Jahre 2012 am Ende einen runden Tisch gehabt in Flensburg, der sich so in dieser Art deutsche Bürger um Flüchtlinge gekümmert. Einfach geguckt, wo sind welche, muss man natürlich vorsichtig machen. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, hier, ich will mit dir Kaffee trinken, aber da kriegt man schon zusammen. Jetzt haben wir schon, ich kriege fast jeden Monat einmal 2, 3 Anrufe von Bürgermeistern oder von anderen Leuten aus den Gemeinden, wo Flüchtlinge wohnen, die dann sagen, wir wollen einen runden Tisch. Hast du da Erfahrung? Sag mal Bescheid. Und zwar ist es gekommen, weil ich mal ein langes Interview gegeben habe für eine Obdachlosenzeitung. Und da habe ich dann auch meine Handynummer reingegeben, habe gesagt, wenn jemand was wissen will, soll er mich anrufen. Und das passiert auch. Und wir haben jetzt schon ich meine 16 runde Tische in Gemeinden in Lübeck, wo einfach die Leute ganz normale Dinge tun, gar nichts Weltbewegendes. Und die Flüchtlinge sind so glücklich darüber, das kann man gar nicht sagen. Selbst in Dithmarschen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist das flacheste Land, was man sich überhaupt vorstellen kann. Wenn man da mittags aus dem Fenster guckt, dann weiß man schon, wer nachmittags um 3 zum Kaffee kommt. Die haben schon von sich aus 3 runde Tische gegründet und es ist super. Das sind Bauern, wo man immer sagt, stur, überhaupt nicht. Also es geht. Und wenn Sie da eine Idee haben, das gibt auch, da muss man nicht das Rad neu erfinden. Da gibt es den Flüchtlingsrat, da gibt es Flüchtlingsforum, da gibt es Diakonie, da gibt es viele, die einem sagen können, was man machen kann, die einem helfen können. Man muss es nur wollen. Und das ist nur ein kleiner Schritt und dann geht das. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt so gerne in der Bundesrepublik rumreise und einfach anstifte, solche Sachen zu machen. Ich, als Kapitän habe ich praktisch die ganze Welt gesehen, zumindest alles, was eine Küste hat. Und jetzt lerne ich dadurch auch noch Deutschland kennen. Und nächste Woche sogar die Schweiz. Ja, noch Fragen? Kennen Sie den Fall aus Dessau, wo der in der Zelle verbrannt wurde? Das ist einer der schlimmsten Fälle, die ich kenne. Also sein Freund, der Uri Jallo, der hat mit mir gemeinsam die Karl-von-Ossietzky-Medaille gekriegt. Daher weiß ich den Fall auch ganz genau. Also wie kann sowas in Deutschland passieren? Ich weiß es auch nicht. Ganz schlimm.